So, ich befinde mich jetzt hier im Campo International und kann euch einen Bungalow zeigen, präsentieren von innen bzw. auch von außen jetzt hier in der Anlage Vista Golf. Das ist unmittelbar neben dem Parkplatz vom Faro 2, vom Shopping Center. Wir befinden uns jetzt hier auf der Terrasse. Es ist ein Privatbungalow, der kurzfristig vermietet wird. Das heißt wochenweise, monatsweise, aber nicht länger, also nicht Langzeit. Der Außenbereich, wunderschöne Pflanzen hier, da ist Pfefferminz und ein Gartenbereich, aber das ist nicht nur der einzige Gartenbereich, sondern das ist der Bereich hier, der vorm Haus ist, und den Hinterhausgarten, den zeige ich euch. Hier geht man dann, da gibt es ein Restaurant, Bars und einen Gemeinschaftspool. So, und den Weg, den gehen wir jetzt mal, dann seht ihr das auch gleich. Das sind nur ungefähr 150 Meter vom Haus weg. Ja, und hier habt ihr eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann für einen wunderbaren, angenehmen Urlaub. Da vorne die Bar, das Restaurant, Tischtennisplatten. Hier gibt es die diversen Vergnügungen, die noch von der Gemeinschaft bezahlt werden. Dann der abgesperrte Poolbereich. Und ihr seid hier zentral, Bushaltestellen, Faro 2, Supermarkt, alles in unmittelbarer Nähe. Ja, und einen Tennisplatz gibt es hier auch noch. So, wir gehen jetzt mal wieder hier zurück. Ich möchte jetzt nicht die anderen Leute aufnehmen, deswegen schalte ich kurz ab. Ja, wir sind jetzt hier wieder am Eingangsbereich. So. Ah, hier ist noch einer, den er in der Verwaltung hat. So, und jetzt geht's hier rein, also ein paar Meter vom Pool weg. Das war jetzt nicht geplant, das ist jetzt ganz spontan, weil wir uns vom Sehen kennen und dann... So, ich zeige euch jetzt hier die Küche. Die Terrasse hat man gerade, die Küche, da ist alles drin, was man braucht. Einschließlich Klimaanlage, Alarmanlage, Wifi, Essplatz, Gefrierschrank. Ich mache jetzt nicht alles auf, ich zeige es euch nur mal hier so im Vorbeigehen. Klimaanlage, also Heizung und Kühlen. Dann ist eine Alarmanlage hier drin, die ist mit dem Sicherheitssystem, mit dem bekanntesten hier verbunden. Da sind alles an Gläsern drin für 4 bis 6 Personen. Ich habe alles gesehen. Hier ist nochmal ein extra Bad mit einer großen Dusche. Das heißt, alles hellfreundlich. So, und von hier geht es in den Schlafbereich. Wir haben 2 Schlafzimmer. Das ist das Hauptschlafzimmer mit Klimaanlage. Schöne, vernünftige Matratzen. Vernünftiges Bett. Schrank mit Safe ist da drin. Alles neue Sachen. Die Bettwäsche, die Kopfkissen werden auch immer wieder gewechselt, wenn jemand dann hier war. So, und dann haben wir hier noch ein zweites Schlafzimmer für 2 Personen mit Stockbetten. Also das heißt Platz für 4 Personen, und wenn man das zu viert umrechnet auf den Preis bei 80 Euro, dann sind es gerade mal 20 Euro pro Person. Hell, luftig, also sehr, sehr schön eingerichtet. Ich hätte es von außen nicht gedacht. So, und das ist jetzt sozusagen der Privatgarten, die Privatterrasse. Hier gibt es vom Wäschetrockner über eine kleine Stehleiter bis zum Abfalleimer alles. Das zweite Schlafzimmer, das hat hier seinen Ausgang oder Eingang. Also man muss nicht durch das Hauptschlafzimmer und nicht durch die Wohnung, sondern man kann hier dann direkt auch zu seinem eigenen kleinen Bad mit einer begehbaren Dusche. So, und dann natürlich WC, Waschbecken, Waschmaschine. Und jetzt kriege ich gerade die Tür geöffnet. Also das heißt, das ist das Bad für den Außenbereich und das ist das Bad für das zweite Schlafzimmer. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Er hat die Tür gerade aufgemacht, eine Schiebetür hier, hier eine Aluminiumtür nach außen. Und hier hat man dann sozusagen den Schlafplatz. Schlafzimmer ist ein bisschen übertrieben. Sonnenschirme, alles was man braucht. Hier braucht ihr nichts mitbringen, hier habt ihr alles. So, und jetzt frage ich mal, ob ich seine Telefonnummer einblenden darf, dann könnt ihr euch mit ihm
direkt in Verbindung setzen. Jetzt schauen wir nochmal nach außen. Hier kann man auch außen sitzen, auf dem Bänkchen hier, hat einen kleinen Tisch zum Kaffee trinken und dann kann man sozusagen seinen Kaffee hier sitzend genießen an diesem wunderschönen Garten. Ich finde es spektakulär, was der Mann aus diesem kleinen Bungalow gemacht hat. Und ja, mal sehen, ob er einverstanden ist, dass ich es einblende. So, Fernando heißt er, der Eigentümer. Italiano. No, so Portuguese. Portuguese, habla. So, Fernando y Salvatore. Porque so casado, so gay. Fernando und Salvatore. So, ihr könnt hier direkt anrufen. Die Nummer habt ihr hier. Es ist nicht für Langzeit, also nicht anrufen, wenn ihr ein Jahr mieten wollt oder ein halbes Jahr. Es ist für Monate, Wochen oder Monate. Keine Agenturen anrufen, also keine Immobilienbüros. Es hat keinen Wert. Er möchte das von privat an privat geben, ohne Vermittlungskommission. Ihr habt hier die Telefonnummer, die ist jetzt komplett mit drauf. Ihr könnt euch direkt anrufen und mit ihm in Verbindung setzen. Via WhatsApp. Wir sind in WhatsApp miteinander verbunden und er sagt, wenn er was frei hat, dann gibt er mir die Nummer von WhatsApp und ich sage euch Bescheid. Also das, so sind wir jetzt verblieben. Und ja, also das war das Spezial, hat sich heute so ergeben. Salvatore und Fernando, ihr könnt euch dann sozusagen ja fast im Minutentakt mit ihnen verbinden oder und dann euch informieren. Ese bungalow está libre ahora. Por el momento está libre. Este es el mes de octubre. Also, dieser Bungalow, den wir jetzt gerade gesehen haben, ist jetzt frei bis zum Oktober und dann ist er wieder vermietet. Ich sage vielen Dank und ja, vielleicht seid ihr dann auch bald hier vis-à-vis im Faro oder vom Faro beheimatet. Das war der kleine Harry Spezial zu vermieten.